Damen, es ist Zehnkampf. So, in diesem dritten Lauf sind dann schon drei Herren dabei, bei denen man durchaus davon ausgehen kann, dass sie vielleicht länger vorne mitsprechen werden um den Gesamtsieg. Einer davon, Matthias Broker, der sich letztes Jahr hier in Götzis auf 8.294 Punkte verbessert hat und den sechsten Platz belegt hat. Dann haben wir Elmo Savola aus Finnland. Zum ersten Mal hier dabei bei der Premiere. Der Finne fehlen noch 44 Punkte, um als 8.000er Zehnkämpfer gehandelt zu werden. Dann der hochtalentierte junge Schwede mit breiter Unterstützung hier, Fredrik Samuelsson. Vorher hier sich auf 8,172 gesteigert. Und dann aus dem Vorjahr der Vierplatzierte, Adam Sebastian Helzelet. Hat er sich auf 8.335 Punkte verbessert. Und gespannt sein darf man auch auf Ilya Skurenjew, den Russen, der auch eben zu jenen Athleten zählt, die international starten dürfen. Ilya Skurenjew, der russische Meister, der bei dieser Gelegenheit im Vorjahr 8.601 Punkte geschafft hat. War schon vor drei Jahren hier in Götzis und heute zum zweiten Mal am Start. So. Die sind von der persönlichen Bestleiste alle angesiedelt zwischen 10,81 und 10,89. Samuelsson und Helzelet vielleicht den Tick stärker einzuschätzen. Der lange Tscheche, nicht der allerbeste Starter. Vorher hier in Götzis 10,87 gelaufen, Skurenjew bei seinem besten Zehnkampf 10,89. Also jetzt muss es schon unter 11 Sekunden werden. Erster Fehlstart. So, Elmo Savola, der Spanier auf Bahn 3, also der zweite von rechts, der ist zu früh aus den Blöcken heraus. Die Reaktionszeit bei ihm waren 95.000stel und alles, was unter einer Zehntelsekunde ist, wird als Fehlstart gewertet. Da haben wir es mal ganz genau. 0,100 ist gerade noch akzeptiert. Das wäre der perfekte Start. Matthias Brucker, wenn sie so wollen, würde 400stel etwa beim Start verlieren. Samuelsson und Helzelet haben sie in etwa 200stel nur sie eingebüßt haben und Skurenjew fast 600stel. Das ist ebenso in dem Bereich, das schaffen auch die weltbesten Sprinter kaum besser, aber unter einer Zehntel geht nicht. Das wird gemessen an den Druckpunkten bei den Startblöcken. Wenn da zu früh der Druckpunkt kommt, dann wird ein Fehlstart angezeigt. Pi mal Daumen, die Schnellerklärung für den Fehlstart hier, wenn dieses Hornsignal fast kommt. So, zweiter Versuch. Und jetzt gilt es für alle, darf sich keiner einen Fehlstart erlauben. Bei den Sprintspezialisten ist ja schon der Erste, der einen Fehlstart begeht, draußen disqualifiziert. So, im Augenblick idealer Wind, knapp hinten. Zweiter Versuch, der klappt gut. Jetzt ist der Samuelsson vorne, Helzelet mit den langen Schritten, kommt da nicht daher. Samuelsson, 10,89. So, unter Fingerzeig, erste Zeit unter 11 Sekunden und Samuelsson bestätigt seine gute Verfassung hier, 10,90. Laufsieg
für den 22-jährigen Schweden. Na, war schon ein Stück vorne. Mal schauen, ob es der zweite dann auch noch unter 11 Sekunden geschafft hat. Brucker war da auch gut dabei. Rechts von ihm. In der Mitte, das ist Samuelsson mit Björn Borg Stirnband. Rechts daneben Savola, der Spanier, und ganz innen ist Matthias Brucker, der hier Zweiter wird, der Rest dann nah beieinander. 10,90 für Samuelsson, 10,98 für Matthias Brucker, 11,02 für Savola, 11,06 für Adam Sebastian Helzelet und der Russe Ilias Korenjew 11,09. Ja, das sind dann auf seine 10,89 von den russischen Meisterschaften 2017 zwei Zehntel, die er verliert, oder 44 Punkte. Samuelsson dagegen hält sich bestens in seinen Möglichkeiten. So, das bedeutet, zwei haben wir noch, den fünften und sechsten.